Ja, Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge Boom Beach und heute bin ich mal wieder nebenbei am Rendern, so wie das eigentlich länger mal wieder sein sollte. Allerdings habe ich das in letzter Zeit doch wieder zu sehr vernachlässigt. Aber naja, ich glaube, ich hatte es immer mal angesprochen, dass ich das machen will und ich will euch jetzt nicht damit nerven, dass ich das wieder sage. Deswegen gehen wir mal hier ins Spiel, Melonen oder Laser. Was soll jetzt nächstes kommen? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht mal Melonen, warum nicht? Und ja, dann haben wir jetzt hier abgestimmt. Das ist doch auch mal interessant. Ja, dann können wir hier am Anfang alles ernten. Warum nicht? Wieder normal einsammeln, wie immer. Und ich bin mal gespannt, was wir danach machen. Ah ja, stimmt. Ich hatte hier eine relativ gute Ausbeute bei dem U-Boot. Das ist doch schon mal schön. Oh, und hier kriegt man auch noch mal Fettzeug. Also, das lasse ich mir ja nicht entgehen. Ich glaube übrigens, diese Tagesbelohnung habe ich in letzter Zeit kaum ausgewählt. Die habe ich doch jedes Mal ignoriert, oder? Gefühlt, ich weiß nicht mehr, aber so habe ich zumindest in Erinnerung. Naja, machen wir erstmal Eisen hier, warum nicht? Dann, na gut, sonst ist alles fertig. Ich weiß nicht, was wir jetzt verbessern wollen. Das ist natürlich eine Frage. Also, wir können hier das Schiff machen oder so, oder uns lieber auf die Sachen an Land konzentrieren. Ich bin mir echt unsicher diesbezüglich, aber vielleicht nehmen wir hier ein Maschinengewehr mal oder was weiß ich, ne? Wenn wir noch, also ja, ich überleg's mir gleich. Wir machen das gegen Ende der Folge. Es soll nur dann, wenn ich weg bin, eben entsprechend irgendwas laufen. Und hier können wir uns was abholen. Da haben wir anscheinend was verteidigen können gegen jemanden. Das ist doch schon mal schön. Genauso hier. Manchmal kriegt man auch Diamanten als, ja, Wiedergutmachung, weil man zerstört wurde. Aber anscheinend ist das jetzt nicht der Fall. Und hier können wir mal die ganzen Truhen einsammeln. Warum nicht? Ja, wie immer eigentlich. Ich habe heute nicht so richtig was zu erzählen, keine Ahnung. Ich bin halt jetzt erst aufgestanden und da ist man noch nicht so kreativ an Themen über, ja, oder sich das einfallen zu lassen. Deswegen, ja, machen wir heute mal ein bisschen entspannter oder so. Ich hatte ja in der letzten Woche wieder sehr viele Themen, da hatte ich eigentlich in jeder Folge was relativ Gutes sogar. Also ich war damit recht zufrieden am Ende. Und, naja. Da könnt ihr vorbeischauen, wenn euch das interessiert. Da habe ich eigentlich auch erstmal alles Mögliche angesprochen, was so gerade aktuell ist und was mir erstmal wichtig erschien. Deswegen, es passiert halt nicht jede Woche so viel, dass ich drei weitere Themen habe oder drei Folgen entsprechend füllen kann mit diesen Themen. Das muss man halt immer bedenken. Und deswegen, ja, mal gucken. Also in Clash Royale oder Retro wird sich sicherlich was ergeben, was ich dann ansprechen kann. Aber ich warte jetzt erstmal. So, warte, tauchen. Was nehmen wir jetzt? Also, das mit den Diamanten würde ich vielleicht erstmal warten. Vielleicht gucken wir hier oben. Genau, da war unsere Spezialtauchstelle sozusagen. Da haben wir nämlich noch ordentlich Eisen, was wir nehmen könnten. Und ich guck mal, Stein haben wir zurzeit ein bisschen weniger. Vielleicht könnten wir das erstmal holen. Aber Holz wäre auch sinnvoll. Also, wo haben wir hier vielleicht Aussichten auf sowas? Ich weiß nicht. Also. Hier ist ja relativ klar, da kriegt man halt nur Eisen. Ich würde vielleicht das mittlere hier nehmen. Ja, da kriegt man Eisen und eventuell noch was anderes. Also mal gucken, ne, was rauskommt. Und da haben wir wahrscheinlich die besten Chancen. Genau, was gibt's jetzt hier noch eigentlich? Ich habe, glaube, keine weiteren Kisten übersehen, oder? Hoffentlich. Ist halt immer so ein Ding. Ich glaube, ich habe erst drei geöffnet. Und es sind ja dann meistens vier, die in einer Woche entstehen. Also 4 ist ja das Maximum, was auf der Karte, glaube, vorhanden sein kann. Ach hier, da ist noch eine. Alter, ne, man muss halt echt gucken. Also, wenn man jetzt hier schon weiß, okay, es gibt immer 4, dann muss man auch alle suchen. Sonst übersieht man die und dann gibt es in der nächsten Woche nur 3 weitere, weißt du, da hat man quasi eine verloren, wenn man die nicht öffnet. Ja, ist halt immer blöd, theoretisch müsste ich alle 4 Tage hier sein. Aber, ja, wer kommt schon dazu, ne? Ich bin ja froh, wenn ich so hinkriege. Ah, und jetzt ist hier ein Renderprozess fertig. Oh, jetzt habe ich aus Versehen das Video wiedergegeben. Mach ich mal kurz zu. Ja, ich muss gleich auch noch das nächste Ding rendern. Ich glaube, ich füge das gleich mal ein, bevor ich das wieder vergesse hier. Beziehungsweise ewig wartet damit. Und dann in einer Woche feststelle, ach scheiße, ich muss ja wieder was durchrendern, damit ich das direkt mehr auf den Stick sichern kann. Und ich entsprechend Speicherplatz freikriege. Das war nämlich vorhin das Problem. Ich hatte mir wieder keinen freien Speicher. Das ist natürlich ein bisschen, ja, verfolgend, so jede Woche dasselbe und ach, es nervt echt, aber ja, man muss eben sich irgendwie damit abfinden und da mache ich es halt so, dass ich die ganzen Videos entsprechend direkt durchrendere. Eine andere Möglichkeit habe ich nicht. Naja,
Wir sind jetzt bei 5 Minuten. Ich weiß nicht, ob ich noch einen Kampf machen soll. Vielleicht noch einen ganz schnellen. Ja, haben ja eh nicht viel Truppen und so. Naja, das ist halt immer blöd. Diese Staffel hier. Da können wir nicht so viel machen, aber ich probiere es einfach mal. So, bevor wir nur rumspähen, bitte gleich angreifen. Letztes Mal war es ja nicht so erfolgreich. Es ist halt dann immer ein bisschen deprimierend, wenn man das so sieht, aber naja, mal sehen, wie es jetzt wird. So. Jedenfalls, jetzt habe ich nebenbei schon mal die ganzen Dateien eingefügt. Das ist doch schön, da kann ich die gleich rendern nach dem Video. Ich muss dann auch wieder darauf achten, direkt den Titel mir auszudenken. Ne? Wie letzte Woche, da hat es eigentlich ganz gut geklappt, was das angeht. Da hatte ich nur vor der Aufnahme ein bisschen zu lang gebraucht, um die Titel der Woche davor noch zu machen. Ja, das hat mich dann ein bisschen gestört. Dadurch bin ich nicht mehr zum Stream gekommen. Generell streamen. Ich komme überhaupt nicht mehr zum Streamen, ne? Aber so null. Ich weiß nicht, was da los ist. Aufnehmen geht noch, aber die Livestreams machen, Alter. Ich habe überhaupt keine Zeit mehr dafür. Ich weiß nicht warum. Das ist richtig schlimm geworden. Ja. Und ich werde da wahrscheinlich nochmal gleich drüber reden, was da vielleicht die Gründe für sind. Ja. Dann mach mal ein Clash Royale. Jedenfalls gucke ich jetzt erstmal, ob ich gewinne. Da warten wir das nochmal kurz ab. Und naja, mal gucken, ne? Wie das hier verläuft. Da können wir natürlich jetzt sehr lange warten. Ich glaube, das dauert eine Weile. Aber vielleicht können wir auch nochmal sowas einsetzen. Ja, mal gucken, ob das was bringt. Ich weiß nicht. Vielleicht verstärkt das den Schaden, den die machen können. Aber ich habe so die Vermutung, der wird uns eh wieder zuvorkommen hier. Und da haben wir nicht so große Chancen dadurch. Ja, Alter, ey, die machen überhaupt nicht so viel Schaden. Ne? Ich meine, die sind zwar relativ stark und können über weite Distanzen angreifen. Aber dafür sind sie einfach zu langsam und darauf kommt es ja hier an, immer wieder in diesen Kämpfen. Und oh, ich lieg sogar tatsächlich vorne, es sei denn, er macht jetzt wieder kurz, bevor ich gewinne, beide meiner Sachen kaputt, wie es neulich war, ne? Da lag ich kurz vorne und dann wurde ich überholt sozusagen. Und ja, das ist natürlich immer bitter. Aber gut, ich habe dieses Mal anscheinend es hingekriegt, das ist doch schon mal schön. Und dann würde ich sagen, mit dem Erfolg doch mal wieder verabschiede ich mich gerne in die Pause, also. Wir sehen uns dann entsprechend in der Clash Royale-Folge. Genau, ciao.